Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Xillia 2. Im letzten Part haben wir sowohl die Fel'Gana-Mine als auch die Vikal-Mine erkundet und wir sind tatsächlich endlich mit allen Gebieten durch. Das Problem war einfach, dass immer wieder neue Gebiete freigeschaltet wurden, ich zu dem Zeitpunkt die alten aber noch gar nicht fertig hatte und dementsprechend, hatte ich eigentlich immer noch mehr als genug Gebiete vor mir und tatsächlich haben wir jetzt endlich mal alles vernünftig erkundet. Ich meine, klar, es kann immer noch was dazukommen irgendwann, aber Stand der Dinge ist aktuell eben, dass wir tatsächlich durch sind. Und das finde ich ganz cool. Dadurch können wir uns jetzt nämlich auf die nächste Charakterquest von Rowan konzentrieren und dann auch mit der Story weitermachen. So, dann bin ich mal gespannt. Ich überlege gerade, wir hatten bei Rowans Charakterquests ja meistens wirklich diese politische Verbindung zwischen Rhizomexia und Olympias, auch in Bezug auf Kanzlerin Marcia. Deswegen denke ich mal, dass daran angeknüpft werden wird, aber das werden wir jetzt feststellen. Hat sich auf jeden Fall einen sehr schönen Ort ausgesucht, um sich hinzustellen. Die Aussicht ist nämlich doch eigentlich ziemlich schick. Rowan Kapitel 3 – Die Bruderschaft und der Eid. Ah, it's good to see you. Look out! Huh? Rowan, are you okay? Get out of here! Run back to your precious Olympias, traitor! Are you hurt? Ich, was ist mit euch? Mir geht es gut. Also Rowan ist auch jemand, der solche Situationen erstaunlich gut handeln kann, finde ich persönlich. Weil ich meine, Rhizomexia ist seine Heimat und ihm liegt wahrscheinlich unglaublich viel daran. Und er bemüht sich ja auch wirklich, die Verbindung zu Olympias irgendwie aufrechtzuerhalten und da neue Möglichkeiten zu schaffen. Das heißt ja nicht, dass seinem Heimatland ihm egal geworden ist. Und dann wirklich mit solchen Leuten sich irgendwie rumärgern zu müssen und denen zu erklären, wie es wirklich ist, das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Was ist mit euch? Me? What about you? Yeah, don't worry about us. You're the one who got hit. Why would they do this? It's all right. I'm fine. So you're one of them too! Another stinking Olympias lover! Elise beschützen. Ich glaube, Rowan kann auf sich aufpassen. Thank you. Stop being so mean! Typical. He cowers behind bodyguards. That was terrible. Does this kind of thing happen to you a lot? Oh no, only on occasion. Shandu is a city of tradition. Many extremists who oppose peace call it their home. Yeah, they were all like, down with Olympias! Peace will not only benefit Olympias and its citizens, but also the people of Rhizomexia. If only more people took the time to look at the big picture and realize that. They will. At this point, the best thing I can do to convince everyone is to show actual results. DODA here. I'm sorry, is everything okay? Anyway, I'm sorry if this is a bad time for you, but we have detected a new fractured dimension. The rift appears to be in Fenmont. We've sent you the coordinates. Please take appropriate action. Would you mind if I accompany you? I feel it would be prudent for me to leave here for a time. Hey, hey! Answer me! Hey! Oh, it's a message from Dracel. Is there something wrong, Elise? It's nothing. I'll come too. Haha. Aber Fenmont klingt gut. Das gefällt mir. Bin ich mal gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Die Sache ist halt auch, selbst wenn sie so sehr gegen dieses Friedensabkommen sind und wenn sie wirklich die Leute aus Olympias diskriminieren für ihre Herkunft und für das, was sie getan haben, du kannst doch nicht einfach hingehen und Leute mit Steinen bewerfen. Also, ich denke mir immer so für mich, wenn Leute andere Gruppierungen nicht akzeptieren können, dann ist das unglaublich schade. Und ich persönlich finde das auch nicht richtig. Aber solange die das einfach nur für sich behalten, schaden sie zumindest keinen anderen Leuten damit. Ist wie gesagt immer noch beschissen, aber dann ist es halt einfach so. Aber Leute, die wirklich
laut verkünden, dass sie irgendwen hassen oder irgendwelche Gruppierungen und sogar gewalttätig werden, die sind halt echt das Letzte. Aber das sind auch die, die wahrscheinlich sofort den Schwanz einziehen würden, wenn man sich wehren würde. Na gut, dann auf... Nehmen wir Gaius mit? Nee, ich würde gerne Musée eigentlich mitnehmen für die Punkte. Auf in die Splitterdimension, wollte ich eigentlich sagen. Dann aber jetzt. So, Heilerin haben wir auch dabei. Auch wenn sie scheinbar irgendwas bedrückt, aber nun gut. Dann los! So, da wären wir. Irgendwer was zu sagen? Let's see what the people of Fenmont have to say. Okay, also ein bisschen umhören. Wobei ich finde Fractured Fenmont gar nicht so schön, weil einfach so ein bisschen die Farben rausgesogen sind, sag ich mal. Das ist dann irgendwie eher so, nee, weiß nicht. Die Sache ist, Fenmont ist groß, das heißt, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir irgendwelche Anhaltspunkte finden. Aber ich denke mal, die Leute sind ja immer sehr gesprächig. Also es sieht immer noch schön aus, aber ich kann es nicht ganz so genießen wie das normale Fenmont. Einfach weil, wie gesagt, die Sättigung so ein bisschen fehlt. Heute ist nichts Außergewöhnliches vorgefallen. In Fenmont? Nein, in Rushugal ist alles friedlich. Das ist schön. Da geht's zum Laforte-Forschungszentrum. Schauen wir uns erstmal hier noch so ein bisschen um. Carrie war Stabschef Ilberts Frau, die jüngere Schwester des Königs. König Nachtigall und Rowan haben ein besonderes Verhältnis zueinander. Oh, sieh mal einer an. Das ist interessant. Wenn man ein bisschen Xillia 1 Hintergrundwissen hat, ich glaube, Nachtigall habe ich ja schon mal erwähnt, das war ja der König von Rushugal in Xillia 1, während Gaius der König von Anjul war. Ich glaube, Carrie wurde allerdings auch erwähnt. Sie ist ja dann quasi die Prinzessin gewesen, sag ich mal. Und sie hatte schon eine besondere Bindung zu Rowan, das auf jeden Fall. Das wurde aber, glaube ich, nur in Xillia 1 Sidequest so ein bisschen thematisiert. Mal gucken, was wir dazu noch so erfahren können. Das Laforte-Forschungszentrum ist eine öffentliche Einrichtung zur Erforschung von Geisterarts. Sie haben dort zuletzt einen Wasserzauber entwickelt, der die Ernteträger... Nee, die Ernteerträge, nicht die Ernteträger, in der Sheraton-Gegend erheblich gesteigert hat. Wir in Rushugal sind sehr stolz darauf. Ich merke schon, Lesen ist heute nicht mehr so meine Stärke, so da ist potenziell wahrscheinlich auch noch jemand irgendwo drin. Ich guck mal nach, wir haben ja Zeit. Aber wie gesagt, ich gucke immer erst so ein bisschen, was das Spiel vielleicht von sich aus noch erklärt, weil oftmals kommen ja auch noch mal solche Recap-Skits, sag ich mal. Deswegen möchte ich da eigentlich nicht alles vorweggreifen. Kann ich hier jetzt eigentlich hoch? Kann ich tatsächlich. Das konnte ich bei mir ja nicht. Das ist interessant. Und ich denke mal, wenn Nachtigall und Carrie noch ein bisschen häufiger erwähnt werden, dass Rowan da mit Sicherheit auch ein bisschen was anzumerken hat. Ich habe meine Einkaufsliste verloren. Was soll ich tun? Dann kaufe ich einfach alles in dieser Abteilung. Ich habe ein ausgeprägtes finanzielles Verantwortungsbewusstsein. Das ist schön. Die Läden hier waren schon immer gut sortiert, aber jetzt ist es sogar noch besser. Die Wirtschaft boomt und die Händler kriegen das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Das klingt gut. Ein bloßer Schaufensterbummel reicht, dass ich mich jünger fühle. Wir leben wirklich in einem Land des Reichtums und der Pracht. Also der Welt scheint es auf jeden Fall gut zu gehen. Inwiefern jetzt Rowan, der ja auch erwähnt wurde, Nachtigall und Carrie da mit reinspielen, werden wir noch feststellen. Wenn die Kunden glücklich sind, bin ich glücklich. Ich hoffe, die Wirtschaft blüht weiterhin. Okay, also die haben mir jetzt nicht wirklich Tipps gegeben, aber zumindest konnten wir uns den Raum mal angucken. Es macht Spaß, sich hier nur Sachen anzuschauen. Obwohl das öfter auch mal zu Spontankäufen führt. Ich kann mich nicht entscheiden, die Auswahl ist zu groß. Ihr habt Probleme. Der Konsum steigt, seit König Nachtigall die Steuern gesenkt hat. Das ist für beide Seiten toll, den Verkäufer und den Käufer. Und meine Katze ist auch wieder da. Let's keep it up. Wir arbeiten noch dran. So, ich denke mal, ihr seid einfach nur... Ah ja, Materialien und wahrscheinlich willkommen im Einkaufszentrum, kann man das so sagen? So halb vielleicht, okay. So... Dann nochmal einmal im Kreis. Dich hatte ich wahrscheinlich. Dann ihr beide. König Nachtigalls Worte klingen anders als die anderen Politiker. Ich kann aus seiner Stimme heraushören, dass er an uns und die Zukunft seines Landes denkt. Carrie war eine sehr freundliche Frau. Sie sprach sogar mit so normalen Menschen wie mir. Ich kann nicht glauben, dass sie von uns gegangen ist. Aber Nachtigall macht hier auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, muss man sagen.
Mein Dorf wurde überschwemmt, deshalb kam ich, meine Bitte vorzutragen. Toll, dass der König mich persönlich anhört. Und nicht nur das, er hat versprochen, sofort Hilfslieferungen zu schicken und uns die Steuerzahlungen zu erlassen. König Nachtigall ist wirklich ein großartiger Anführer. The Nachtigall of this world seems to be a wise and just ruler. Then he might be the Divergence Catalyst. Let's go to Orda Palace and see. Okay, da kommt direkt die Vermutung. Wobei ich sagen muss, dass Nachtigall in Xillia 1 auch nicht unbedingt grundlegend böse war. Also ich würde seine Taten jetzt nicht gutheißen, aber er wurde ja auch viel aus dem Hintergrund heraus so ein bisschen manipuliert und in gewisse Richtungen gedrückt, sag ich mal. Ich liebe König Nachtigall. Er hat so hübsche Augen und einen Bart. Okay. Wenn ihr vom Eingang der medizinischen Hochschule von Natalem nach Osten geht, kommt ihr an den Seehafen, wo die Schiffe vor Anker liegen. Es ist halt nur... Komme ich da sogar hin? Es ist halt nur echt traurig irgendwie, finde ich persönlich, dass jemand als Streukatalysator abgestempelt wird oder zumindest vermutet wird, nur weil er in dieser Welt nett ist. Das ist schon so irgendwie gemein, ne? Fürstin Carrie kam manchmal zur medizinischen Universität von Talem, um uns Mut zu spenden. Sie war wirklich ein Engel. Schade, dass die hier nicht mehr lebt. Aber ich kann echt prinzipiell überall hinlatschen. Ich dachte jetzt, wo ich weiß, dass wir zum Orderpalast sollen, dass die mich quasi so ein bisschen abblocken. Aber tatsächlich, hi, nicht. Dann würde ich ja eigentlich schon gerne noch ein paar mehr Infos sammeln. Manche Dinge sind ja doch ziemlich interessant. Maxwell, Undine, bitte gebt bei dieser Reise auf meinen Sohn Acht. Und all die anderen nicht? Aber okay. Ah, da ist auch noch jemand. Dieses Meer ist mit dem Rand der Welt verbunden, richtig? Ich bin so neidisch, ich möchte das sehen. Mit dem Rand der Welt? Okay. Hey, Beeilung, wir dürfen sie nicht warten lassen. Kann ich mit dir auch reden? Keine Abfahrt. Den Jogger da oben will ich gleich auch noch erwischen. Puh. Unsere nächste Reise führt uns durch ein Gebiet, wo das Gleisterklima stabil ist. Wenn es instabil ist, ist das Wetter schreckhaft. Schreckhaft. Ich kann heute echt nicht mehr lesen. Schrecklich. Selbst als erfahrener Matrose darf man niemals unachtsam sein. Ich frage mich halt nur, ob die von der Existenz von Olympias wissen. Das würde ich ja gerne mal herausfinden. Oder ob hier quasi noch so der Status ist, als es eben Rushugal und Azul gab und mehr halt nicht. Eine Landratte wie du hat von sowas natürlich keine Ahnung, aber das Segel dieses Schiffes entspricht dem neuesten Stand der Technik. Okay. Hatten wir das nicht schon mal im normalen Fenmond auch? Manche Dinge ändern sich nie. So, kann ich dich jetzt mal erwischen? Zack. Ob man an einem Hafen Halt machen kann, hängt vom Geisterklima ab. Es kommt nicht selten vor, dass man seine Familie lange Zeit nicht zu Gesicht kriegt. Oh. Nee, die Sache ist, es hieß ja von wegen, das Meer geht bis zum Rand der Welt. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Hinweis darauf nehmen, dass die nichts von Olympias wissen. Aber ich könnte es mir halt tatsächlich vorstellen, weil hier die Welt ja auch noch nicht geeint ist. Bei uns haben wir ja wirklich keine Länder mehr. Rushugal und Azul gibt's ja gar nicht mehr. Und hier ist es halt eben noch so. Deswegen keine Ahnung. Also das fände ich nochmal ganz cool zu wissen. Ich muss mich bald entscheiden, welche Richtung ich in Zukunft einschlagen will. Aber finde ich interessant auch, dass manche Leute wirklich das Gleiche sagen wie bei uns. Ich meine, gut, es ist letztendlich die gleiche Welt. Es waren König Nachtigall und Ilbert, die diesem Teufelskreis ein Ende bereiteten. Deswegen, dass viele Dinge vielleicht doch gleich gelaufen sind und nicht immer nur alles anders, kann ich irgendwie auch verstehen. Ich finde das interessant, dass ja, Fürstin Carrie war eine Ärztin. Das ist auch gut zu wissen, dass Rowan quasi ja der Berater von Gaius ist. Und, gut, Gaius, also er wurde erst der Berater, als die Welt geeint war, aber trotzdem. Und hier ist er quasi wahrscheinlich der Berater von Nachtigall. Sogar König Gaius aus Azul soll von König Nachtigalls Unternehmungslust und Urteilsvermögen beeindruckt sein. Ist das nicht toll? Ach, Gaius gibt's hier also auch. Das ist auch gut zu wissen. Also ich müsste mit den ganzen Leuten nicht reden. Natürlich nicht, wir wissen ja, wo wir prinzipiell hin müssen. Aber ich finde das einfach irgendwie sehr spannend, was über diese Welt zu erfahren. Ich meine, ja, ich vernichte sie letztendlich sowieso. Aber alles, was so mit Rowan zu tun hat oder mit Gaius, mit Nachtigall, mit Carrie, kann uns, glaube ich, auf jeden Fall auch weiterhelfen. Und natürlich ist es immer blöd, so eine Bindung zu der Welt aufzubauen oder... Was? Moment. Es gibt hier einen Arzt, der ziemlich gut ist.
Er heißt Jude und wird sicherlich bald ein medizinischer Superstar sein. Glaub mir, ich weiß es einfach. Ach, guck mal, allein für sowas finde ich es halt einfach spannend. Nein, ich möchte keine Formulare ausfüllen, alles gut. Deswegen, also, ich finde, das sollte man schon mitnehmen. Es ist nicht zwingend notwendig, aber es ist vielleicht auch für Szenen, die jetzt noch auf uns zukommen, eigentlich ganz spannend, wenn man eben halt noch so ein bisschen was mitgenommen hat und so ein paar Hintergründe hat. Und deswegen schaue ich mich natürlich auch gründlich um. So. Bin ich am Hauptplatz. Da ist die Barnauer Höhenstraße, da ist der Orderpalast, dann gehe ich erstmal Richtung Lafort. Oder Laforti, oder wie auch immer sie es da ausgesprochen haben. Hundi! Und guck, ob ich da noch ein bisschen was einsammeln kann. Aber finde ich super interessant, dass wir jetzt quasi schon drei bekannte Namen gehört haben. Nämlich Jude, der jetzt so ein bisschen beiläufig erwähnt wurde, und eben auch Rowan und Gaius. Ach, guck mal, die haben doch in Fenmont auch versucht, diese Dinger zu reparieren. Waren allerdings so ein bisschen nicht so gut drauf, weil sie Angst hatten, dass sie ihren Job verlieren, jetzt wo alles so ein bisschen umgestellt wird. Das scheint hier nicht mehr so der Fall zu sein. Ich liebe es, die Stadt hier anzusehen. Das klingt auch gut. Was ich mich nur gerade frage, bei uns konnten wir ja hier rein, weil wir quasi Spirius-Agent sind, aber das dürfte hier ja wahrscheinlich gar nicht gelten, oder? Nur befugtem Personal. Ach so, da darf ich auch gar nicht rein. Weil wie gesagt, wenn die von Olympias nichts wissen, dann wissen die auch nichts von Spirius und dann habe ich wahrscheinlich auch nicht die Genehmigung, da reinzugehen. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Ich kann mich auch komplett irren und das gibt es hier trotzdem, aber man weiß es nicht. Dann auf zum Orderpalast. Dann haben wir mit allen gesprochen. Wäre aber wie gesagt, glaube ich, auch für Rowan echt traurig, wenn Nachtigall der Katalysator wäre. Weil er ja schon eine gewisse Verbindung zu ihm hat. Das war ja, glaube ich, so, dass die beiden auch in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben. Es war ja nicht umsonst öfters mal die Rede von Ilbert, The Conductor, haben sie es, glaube ich, genannt, der sich ja schon einen Namen gemacht hat. Es ist der Orderpalast, das größte Gebäude in ganz Rizomaxia. Ja, und letztendlich hat er dann ja wirklich in Sheraton bei Klein und Russell gearbeitet, aber er hat eben auch da eine Vergangenheit gehabt. Und ich glaube schon, dass er Nachtigall in gewisser Weise als Freund ansieht, als alten Freund vielleicht. Und ja, Nachtigall und Carrie haben sich als Geschwister so gut miteinander verstanden. Es war hart, dabei zuzusehen, wie er sie verlor. Er war völlig verzweifelt. Wobei, kann ich sie dann wirklich so Prinzessin nennen? Ja, doch, oder? Also oftmals ist es ja wirklich so König und das Kind ist dann quasi Prinz oder Prinzessin. Aber in dem Fall, wenn er König ist und sie nicht auf dem Thron sitzt, dann auch Prinzessin oder ist es dann einfach Fürstin? Ist ja auch egal. Es war Fürst Rowan, der dem König dabei half, wieder auf die Füße zu kommen. Der König teilte seine Sorgen mit Rowan, dessen Frau gerade gestorben war, und sie beschlossen beide nach vorn zu blicken. Oh! Ihre Beziehung geht über ein banales König-Vasall-Verhältnis hinaus. Sie sind Brüder und Freunde fürs Leben. Das wird dann wahrscheinlich auch gleich nicht so schön sein, wenn die sich treffen. Definitiv nicht. Aber okay. Aber Rowan sollte da ja auf jeden Fall reinkommen, oder? Ja, alles klar. Also ich glaube, sowohl Rowan als auch Nachtigall hingen ziemlich sehr an Carrie. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wie Nachtigall reagieren wird, wenn wir gegen ihn kämpfen, falls er der Katalysator ist. Ja, wir benutzen den Lotusring. Alice, is something wrong? No, I'm fine. Okay. Ich weiß nur nicht, wahrscheinlich muss ich nach ganz oben. Aber ich kann mich natürlich auch vorher hier ein kleines bisschen umsehen. Ich meine, ist jetzt noch nicht so lange her, dass wir im Orderpalast waren. Aber warum nicht? Wir verringern auf Befehl des Königs die Anzahl der Wachen vor dem Palast. Er will mehr Leute im Kampf gegen die Kriminalität in der Stadt einsetzen. Es stimmt, kein Eindringling könnte unseren König besiegen. Ja, wir waren damals auch prinzipiell Eindringlinge und haben gegen ihn gekämpft. Aber wir haben ihn nicht auf dem Gewissen. Das nicht. Hier ist sogar noch eine Truhe. Dann hat sich das ja tatsächlich schon gelohnt. Also ich glaube nicht, dass es jetzt super dramatisch wäre, die ganzen Truhen nicht mitzunehmen. Ich denke, vieles davon kannst du auch kaufen. Oder es ist einfach nicht so extrem relevant. Deswegen, ich glaube, du wirst jetzt nicht so hart dafür bestraft, wenn du dich hier nicht umsiehst. Aber es ist halt weg, ne, wenn die Dimension weg ist. Deswegen nehme ich noch so viel mit, wie ich kriegen kann. So. Vergiss niemals den Kampf, auch nicht in Friedenszeiten. Das Leben ist ein Schlachtfeld. Es war Sir Ilbert, der uns diese Ideale lehrte. In diesem Sinne trainieren wir jeden Tag. Das ist doch ein bisschen anders als der Rowan, den wir jetzt kennen.
Aber man muss auch sagen, man hat in Xillia 1 gar nicht so extrem viel über seine Vergangenheit erfahren. Immer mal so ein bisschen was. Ihr wollt nicht reden, ihr habt nichts für mich. Du! König Nachtigall und Rowan verbindet ein enges Verhältnis, weil sie viele Jahrzehnte lang Seite an Seite gekämpft und dem Tod ins Auge gesehen haben. Auf den ersten Blick wirken sie wie Wasser und Öl, aber sie respektieren und ergänzen einander. Das klingt doch gut. Dann hoffe ich mal, dass er uns gleich nicht den Kopf abhacken wird, wenn wir dort auflaufen. Das wäre schon mal ganz wünschenswert. So, diesmal gehe ich mal durch die Mitte und porte mich hoch. Einfach, weil ich es beim letzten Mal nicht gemacht habe. So, das ist jetzt hier... Oh, das sieht schön aus. E1, dann nehmen wir mal E2. Dann kann ich ja vielleicht sogar, bevor ich E3 ansteuere, nochmal speichern. Das wäre mal ganz was Neues. So. Dann einmal rum und nochmal in die Türen gucken. Vielleicht sind hier auch noch so ein paar Items für mich. War hier nicht irgendwo auch das Archiv, wo ich war? Die Palastbibliothek ist der Öffentlichkeit zugänglich, weil Bildung und Wissen die Quelle einer mächtigen Nation sind. Ich finde das großartig. Das stimmt. Ich will die berühmte Gedichtsammlung des Generals veröffentlichen. Verrückte Schreie der Liebe, aber ich habe noch keine Genehmigung erhalten. Okay. Aber die Katze ist diesmal nicht da. Ansonsten, ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die hier in dem Archiv war oder ein oder zwei Räume weiter. Aber das fand ich echt witzig, dass die Katze irgendwie die Sidequest ausgelöst hatte damals. Das hat mich auch so ein kleines bisschen überrumpelt. So. Da ist noch jemand. Ich wollte doch gerade sagen, irgendwas muss doch sein. Die Situation auf allen Stockwerken ist normal. Okay, das ist schön. Denke ich. Eventuell. Und dann da noch einmal vorbeischauen. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Ich weiß, es ist nicht das Spannendste, aber ich mache das trotzdem gerne. Der Mann da drüben ist Fürst Li Ying, der als Abgesandter des Militärs aus Ajul gekommen ist. Seit er hier ist, bemüht er sich, sämtliche Bücher zu lesen, die Rowan geschrieben hat. Ach. Das ist also Sir Ilberts Buch über Kriegsstrategie, Angriff von allen Seiten, was? Was für ein Quatsch, ein Haufen unsinniger Theorien, das hätte ich mir schon gedacht. Ich muss zugeben, dass sie ziemlich logisch klingen und dass er gut mit Worten umgehen kann, das muss ich ihm lassen. Finde ich auch sehr geil, ich meine, man sieht, dass es Wingal ist, dass sie ihm quasi mit richtigen Namen angesprochen hat, weil Wingal ist genau wie Gaius quasi so ein Kunstname. Ich glaube, Agria ja auch, ne? Also Gaius ist ja eigentlich Ersten, Wingal haben wir gerade gehört, Agria, boah, Natia, glaube ich, die kommt ja eigentlich aus einem Adelshaus. Und ich meine, Presser hat auch einen anderen Namen, das sind alles quasi nur Künstlernamen. Aber fand ich interessant, dass sie wirklich den richtigen Namen genannt hat, aber für uns halt Wingal dran stand. Hier war ich, glaube ich, auch fertig, dann hier. Oh, ich habe gar nichts mehr, okay. Aber geil, dass der hier auch rumsteht, ehrlich gesagt. Weil Rowan und Wingal haben sich auch ein bisschen in den Haaren gehabt in Xillia 1, sagen wir mal so. Und sowas hätte ich dann zum Beispiel verpasst. Das sind für mich einfach nicht direkt Easter Eggs, aber es ist einfach cool gemacht, auf jeden Fall. Na gut, dann würde ich hier jetzt erstmal Pause machen. Dann kann ich eben noch einmal kurz zum Speichern runterfahren. Und dann würde ich vorschlagen, im nächsten Part reden wir mal mit König Nachtigall und gucken, ob er tatsächlich der Katalysator ist oder ob wir noch ein bisschen weiter suchen müssen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Tales of Xillia 2 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.